Ich heiße Andreas Hoffmann, ich bin hier Besucherreferent im Alliiertenmuseum und ich würde Ihnen gerne mein Lieblingsobjekt vorstellen in der Ausstellung. Das ist hinter mir zu sehen, der Fallschirm von der Berliner Luftbrücke. Vielleicht ganz kurz zur Vorgeschichte. Bei der Luftbrücke ging es ja darum, die Grundversorgung der Berliner Bevölkerung in West-Berlin sicherzustellen und den Grundbedarf zu ermöglichen. Allerdings ist dieser Fallschirm eben eine Ausnahme davon, der eben zeigt, dass auch besondere Dinge nach Berlin gebracht werden. Zurück auf diesen Fall. Die Idee dieses Fallschirms hatte ein amerikanischer Pilot namens Helverson, Gail Helverson, der auch mittlerweile Ehrenbürger der Stadt Berlin ist. Der ist nach Berlin gekommen mit einer großen Transportmaschine, Douglas C-54, und hatte im Gepäck Kohle, hatte dann eine Pause in der Zeit, in der das Flugzeug entladen wurde, und hat dann die Zeit genutzt, um dann zum Flughafenzaun zu gehen, um mit den Kindern, die dort standen, die waren neugierig, haben die Flugzeuge beobachtet, ins Gespräch zu kommen, so weit wie es eben ging. Und hat sich dann auch mit den Kindern sehr gut verstanden und wollte den Kindern gerne, oder sie mochte, etwas schenken. Ja, und dann hat er in seiner Uniform geschaut, ob er irgendwas dabei hat, und hat tatsächlich zwei Streifen Kaugummi entdeckt. Und dann hat er sich überlegt, ja, wenn ich diese zwei Streifen Kaugummi den Kindern schenke, es waren ungefähr 30 Kinder, dann gibt es wahrscheinlich Streit, weil einer bekommt was, der andere bekommt nichts. Und dann hat er gesagt, dann gibt es Ärger. Also hat er überlegt, vielleicht doch nicht, aber dann hat er das doch gemacht und war sehr, sehr beeindruckt, dass die Kinder wirklich geschafft haben, diesen Kaugummi zu teilen, und zwar in 30 kleine Stücke. Dass jedes Kind wirklich ein kleines Stück bekommen hat. Und vor kurzem hatte ich auch eine Gruppe, da sagte einer, ja, wir haben das dann so gemacht, wir haben Kaugummi, der war so selten, jeder hat ein Stück gekriegt, hat gekaut, und der andere hat es dann weitergegeben. Ne? Man muss sich das heute vorstellen, man gibt sowas weiter. Genau, aber das war so, und dann hat er gesagt, das nächste Mal, wenn ich nach Berlin komme, Kinder, dann bringe ich für alle was mit. Und damit ihr mich erkennt, werde ich beim Landeanflug einfach mit den Flugzeugflügeln wackeln. Und dann werde ich für euch Süßigkeiten abwerfen, und zwar, damit es eben keine Verletzungen gibt, an Fallschirmen. Und da hat er dann die Idee gehabt, diese Fallschirme herzustellen. Und die Idee war so grandios, dass man am Ende geschafft hat, tatsächlich mit Unterstützung von amerikanischen Familien, wirklich jeden zweiten Tag 400 Kilogramm Süßigkeiten abzuwerfen an Fallschirmen, wie dieser Fallschirm auch zeigt. Der kommt von einer Familie aus Ohio, die diesen Fallschirm für Berliner Kinder gebastelt hat, um dann eben auch hier mit einer Adresse drauf die Möglichkeit den Kindern zu geben, erstmal Süßigkeiten zu bekommen, plus eben eine Adresse, wo man dann auch Kontakt hat. Aus der blockierten Stadt Berlin nach draußen, nach quasi Amerika. Und deswegen sagt man heute noch in Amerika nicht Rosinenbomber, sondern Candybomber, ja, der Süßigkeitenbomber. Und das ist eben die Geschichte von diesem Objekt.